Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Wir machen heute eine kleine Challenge und zwar machen wir sie nacheinander. Auch vorausgesetzt, ich mache 4 und 5 irgendwann mal frei. Und zwar als erstes ist Pitch Black dran, eine, die ich sehr hasse. Sehr hasse. Aber ist schon okay. Von daher fangen wir die einfach mal an, indem ich gar nichts sehe. Ich sehe in dieser Challenge übrigens nie irgendwas. Ja, gleich mal Schaden kriegen. Und ich hasse diese Challenge, weil ich nie weiß, wie viele Herzen ich habe. Und das macht mich richtig fertig, weil ich dann immer auf einmal tot bin und mir denke, was? Du hattest doch gerade noch 1270 Herzen, wenn man so viel überhaupt haben kann. Du hattest die gerade noch. Deshalb sammle ich jetzt auch das Ganze ein und warte nicht darauf, dass ich noch einen Schaden kriege, weil ich Angst habe, noch ein halbes zu verlieren und dann nicht mehr zu wissen, wie viel ich habe. Ich müsste es wieder voll haben. Isaac hat, glaube ich, 3 Herzen. Das heißt, ich hätte jetzt 3 voll. Sloth, richtiger Schlampengegner. Und ohne Schaden richtig nervig zu machen. Ah, nein, 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 nein. Oh, fuck. Falls es ein bisschen laggt, tut mir das total leid. Dürft's aber eigentlich nicht. Ich render nur im Hintergrund. Oh, mein Computer sollte es packen. Zumindest bei Isaac. Das Gefühl, es läuft ein bisschen unflüssig, aber laut meinen FPS. Ich habe zwischendurch einen Drop auf 54. Alter, ist der Gegner nervig mit Isaac. Wenn man nicht irgendwie mal ein Damage-Up hat. Alter, ist das schlimm. Ich will keinen Schaden kriegen. Nein. Nein, 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 nein. Alter, ist das schlimm. Nein! Halbes Herz. Also, ich habe jetzt nur 2,5 Herzen. 2 Herzen. Alter. Okay, ist ein bisschen störend, dass es zwischendurch laggt, aber ich hoffe, das stört mich nicht allzu sehr. Justice und der Joker. Ja, klar. Gleich im ersten Raum Joker gekriegt. Ja. 2,5 Herzen. Wenn ich... Okay, 3 Herzen. Wenn ich dran denke, werde ich eine Herzensanzeige reinscripten. Nein, nicht reinscripten, rein editieren. Aber auch nur, wenn ich richtig gut bin. Also jetzt 4 Herzen. Vier Herzen, eins davon ist schwarz. Ja, wenn ich dran denke, werde ich mir die Herzensanzeige rein editieren. Nein, 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 noch nicht. Ich würde nicht noch mehr arbeiten, indem ich noch mehr Herzen aufnehme. Nee, nee, ich bleibe einfach bei den Herzen. Dann wird die nie ändern. Ah, oh, fuck. Ja, es laggt wirklich ein bisschen, tut mir leid. Aber muss fertig werden. Das ist jetzt gerade Titan Quest, der vor ein paar Wochen schon hoch hätte. Also, ich nehme wochenlang im Voraus aus dieses Spiel. Oh, was ist das? Piskus. Ja, Tears Up ist gut und Knockback Tears hört sich auch gut an. Okay, 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 okay. Dann erstmal jetzt zum Namenkampf. Namenkampf, Monstrokampf. Wie komme ich auf Mom? So ein Schranz. Ich will eigentlich nur zum Bossfight sagen und sag immer mal. Egal. Naja, jedenfalls ficken wir die beiden jetzt erstmal. Also, man sollte es wirklich sehen, dass es laggt. Falls. Ach nee, warte mal. YouTube guckt sowieso nur mit 30 FPS wieder. Was sollte man also nicht sehen? Oder? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Also, wahrscheinlich sieht man nicht, dass es laggt, okay. Vermutlich sieht man nicht, dass es laggt, dann wäre das schön für euch. Der Mushroom, all stats up, das heißt jetzt auch wieder ein Herz mehr. Also jetzt ein Herz mehr. Jetzt. Danke. Dann will ich es nicht vergessen. Weil sonst bin ich so behindert und denkt da eh wieder nicht dran. Ah, oh, ja, 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 komm schon. Kann's nicht sein. Ha, fast drauf reingefallen, Alter. Fast drauf reingefallen. Da? Ja, fuck. Er kann gut und gerne hier sein. Und der könnte auch gut und gerne hier sein. Ja. Durch den All Stats Up sind wir übrigens größer geworden. I can see forever, nice. Und eine Ranger-Pille. Okay, dann nehmen wir hier den.
minus ein Herz. Das heißt, wir haben jetzt wieder drei Herzen plus ein schwarzes. Ja, drei Herzen plus ein schwarzes. Und nehmen die I Can See Forever Pille mit für die nächste Ebene. Und hauen uns die dann auch wahrscheinlich gleich nächste Ebene rein. Hier ist der Geheimraum, der Supergeheimraum, das ist neues. Oh ja, zwei schwarze Herzen. Das wird ein richtig nerviger Part. Das heißt, hier muss ich gleich nochmal umbinden. Ach komm. Geschissen. Noch ein blaues Herz. Ich werde die dann mal in einer Reihe durchscripten, nur dass ihr es wisst. Scripten? Wieso sag ich scripten? Bin ich behindert? Also ich werde die in einer Reihe durch rein editieren. Nicht, dass wir uns da jetzt missverstehen. Wieso mache ich mir so viel Arbeit damit? Ach ja, weil ich Bock drauf habe. Und weil ich nicht so viel zu tun habe. Dieses Video kommt voraussichtlich sehr spät, weil ich die ganzen Isaac-Parts gerade vorproduziere für nächstes Jahr. Also wir haben gerade den 21.12. Also sozusagen noch drei Tage vor Heiligabend? Ja, natürlich drei Tage vor Heiligabend. Ja. Und ich nehme jetzt schon mal voraus auf, weil ich gerade Zeit habe. Mehr oder weniger. Sorry. und Lust drauf habe. Weil ich gerade einfach gute Laune habe und einfach Bock habe zu zocken. Ja, deshalb nehme ich gerade vorab auf. Sea Scroll ist nicht so nice. Gibt einem irgendwelche Random-Effekte. Wie lange braucht ihr zum Aufladen? Drei Räume? Zwei Räume? Ich will meinen Fly Hive mitnehmen. Das macht mir alle zwei Räume einen random Leertasteneffekt. Das ist eigentlich ganz cool. Die Fliegen machen extrem viel Schaden. Aber wenn ich in den zwei Räumen, in denen ich die benutzen will, nicht was Cooles mache, dann benutze ich den nicht. Kacke, das hätte ich im nächsten Raum machen sollen. Sorry. Sorry, das war dumm. Dass ich meine I Can See Forever Pille hier noch nicht genommen habe, ist auch dumm. Wird der Scheiß wohl da oben sein? Ja. Yep. 99 Bomben. Nice. Pyro, Alter. Hatte ich in dem anderen Run auch am Anfang. Was ich aber gerne mal wüsste, ist, wo der Ach, da ist der. Okay, den habe ich nicht gesehen. Eben war da. Nicht drauf geachtet. Sorry. Ich habe das Geräusch nämlich nicht gehört. Plus ein schwarzes Herz. Das heißt für mich, ich muss mir den ganzen Part angucken. Alter, wird das nervig. Okay, das wird ein richtig schöner Run für mich. Nein, ich wollte das da machen. Und dann vielleicht mal dahin. Weil ich einfach mal ein bisschen den Raum vereinfachen will. Außerdem, weil ich die Bomben habe, also ist mir das egal. Wirecode-Hänger, Tears Up schon wieder. Und mein Knockback-Tears, das ist natürlich richtig nice. Ich habe drei rote Herzen. Okay, ich werde auch keins verlieren. Danke, Krampus. Krampus beschützt mich ja nur vor meinen Dummheiten, rote Herzen zu verlieren. Dann nehmen wir den Krampus-Head mit, weil der echt krass ist und ziemlich viel Schaden macht. Und für uns gibt's hier nichts mehr. Der Shop. Scheiß drauf, gehen wir in den Shop, ne? Scheißegal, gehen wir in den Shop. Oh, die Bibel. Wieso finde ich denn jetzt so nice Sachen? Manu, die Bibel will ich auch mitnehmen. Damit können wir mal Marmoren hitten. Ach, scheiß drauf. Ich kann ja alles mitnehmen. Stimmt, in dieser Quest, in dieser Challenge gibt es ja gar keinen. Ich brech dir die Hand. Gibt's ja gar keinen. Mist, der Satansraum ist weg, ne? Ja, schade. In dieser... Ja, ich dich auch. In dieser Challenge gibt's ja gar keinen Shop. So, Caves 1. Curse of the Unknown. Wie immer. Ah, jetzt wissen wir jedenfalls, dass nichts Neues dazukommt.
48 Hour Energy, nice. Einfach nur, weil ich es kann. Weil ihr bestimmt noch irgendwie 10.000 Räume habt, die wieder vorkommen. Na? Na? Wir sind... Ich hab gerade für Ravioli gekocht. Boah, fick dich, ich will auch. Und schön pikanter Soße, Alter. Mega geil. Wo hast du hier? Aus dem Keller. Ach so ein... Boah, geil. Ich will auch, Mann. Ich hab richtig Hunger. Denkst du, ich kann selber kochen? Fuck, minus ein schwarzes Herz, glaube ich. Ich habe gerade meinen Abonnenten gesagt, nein, meinen Zuschauern gesagt, dass ich im Nachhinein hier Herzen rein editieren werde. Machst du ja sowieso nicht. Na doch, werde ich wahrscheinlich sogar wirklich machen. Könnte ich mir sogar wirklich vorstellen bei mir. Hätte ich sogar lustigerweise... Und warum? Fuck. Ah, erstmal noch schön auf so eine rote Spur laufen. Ja, damit die auch wissen, wie viel Leben ich habe. Durchgehend. Mal selber nachdenken. Ja, nee, ich mach das. Ich bin ein netter Mensch. Hallo. Nein, 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 nein. Oh, fuck, war das eng. Ein bisschen warm. Ein bisschen warm? Oh, ich hab richtig grad Bock auf Raviolis gekriegt, du Fotze. Boah, du, das ist ein richtiger mieser Arsch. Geht mal bei ihm auf den Channel und schreibt ihm Hashtag Ravioli, Esser. Also Jörg, los, mach schon. Der Whipworm? Ja, richtig unnötig eingesetzt, ich weiß. Ich hab Krampus Head übrigens. Und Knockback Tears, die schon ganz schön stark sind eigentlich. Und jetzt den Whipworm, den ich nicht mitnehmen will. Was ist der Whipworm? Achso, dieser komische. Ja, der Hookworm, Entschuldigung, der Hookworm. Achso. Hab gerade noch einen Seelenherzschaden gekriegt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich werde es dann in der Nachbearbeitung sehen und werde es dann halt cutten. Was cutten? Ja, werde es dann halt reinschneiden, wie viele Herzen ich habe. Das wird da lustig. The Hanged Man, fliegen für einen Raum. Oh, das ist natürlich cool. Nein, 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 fuck! Oh Gott, ich hasse... Den Raum hatte ich auch noch nie, Alter. Der ist ja richtig mies. Was für ein Raum? Oh, den Raum, den... Welchen? Nicht sexy, du Bombe, du Monster. So einen geraden Steg, wo Kaki drauf liegt und dann diese seitlich reinschießenden Totenköpfe. Nein, nicht Totenköpfe, diese seitlich reinschießenden Köpfe, die durchgehend schießen, auch wenn alle Gegner tot sind. Richtiger Assi-Raum. So, dann haben wir hier den Goldraum, den hatte ich schon ganz vergessen, dass wir den auf der Ebene noch nicht hatten. Und wir haben übrigens Pyro gekriegt, Freddy. Hey. Yard. Das hieße ein rotes Herz mehr. Lad, das sind zwei rote Herzen mehr. Zwei rote? Gut, dass du das sagst. Und du wirst langsamer und kriegst aber nur anderthalb Herzen, also anderthalb Herzen sind nur aufgefüllt. Also hat man jetzt ein Herz voll gekriegt und ein halbes Herz noch dazu. Ja, habe ich gerade gemerkt, habe ich schon voll gemacht. Aber halt ein Herzcontainer halt. Ja, habe ich schon voll gemacht. Also zwei Herzcontainer plus. Ich werde immer nur die Herzcontainer malen. Oder besser gesagt reinschneiden. Nein, die Seelenherzen sind das einzige Wichtige. Total. Also ich werde es nicht aufschreiben, wie voll die sind. Darauf scheiße ich. Ich werde einfach nur die Herzen reinscripten. Ich sag schon die ganze Zeit reinscripten. Das hast du jetzt zum ersten Mal gesagt. Nein, also bevor du da warst, habe ich das die ganze Zeit gesagt. Gut, dann also kämpfen wir jetzt gegen... Also du hast jetzt das Büro, also 99 Bomben oder was war das? Ja. Headless, Horseless, was auch immer gekillt. Whore of Babylon, total unnötig für mich. Und Dark Matter. Also ich nenne es einfach Dark Matter, das heißt ja nicht Dark Matter. Oh, Guppy's Paw, nice. Das heißt doch Dark Matter sogar. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Vier normale. Das heißt wirklich Dark Matter. Okay, okay. Krampus Head oder Fliegen? Fliegen. Okay, auch wenn Krampus Head fast ein Insta-Win ist. Nein.
Doch, der one-hittet fast sämtliche Endgegner. Ernsthaft. Idlifs nicht. Ja, Idlifs ist ja auch das Endgegner Nummer 1. Actually no. Ich habe gerade Laster an der Stelle, wo er sich kaum von der Stelle bewegen kann. Das war lustig. Explosive Diarrhea, nice. Danke. Hangman-Karte bringt mir jetzt natürlich gar nichts mehr, danke. Ich wollte gerade mit dem Pferd einen Ansturm machen und irgendwie hat das nicht geklappt. Ich habe gerade total viele Herzen verloren, ich habe keine Ahnung wie viele. Wenn ich mir gerade mal so die Items angucke, dann fällt mir auf, dass ich die meisten davon sogar schon hatte. Welche? Die Items auf Platinum Gott. Ich hatte auch schon ziemlich viele davon, muss ich sagen. Wann wirst du den geheimen Charakter freischalten? Was bitte? Gesundheit. Danke. Den geheimen Charakter. Weiß ich noch nicht. Hast du es eigentlich vor oder nicht? Ja, doch, doch. Würde ich machen. Aber erst, wenn ich vieles anderes im Spiel freigeschaltet habe. Boah, geht mir der Hookworm auf die Eier. Dann leg ihn ab. Ich weiß nicht wie. Steuerung gedrückt halten. Steuerung? Ja, funktioniert dein Controller. Mr. Mega? Nee, Boom. Wow. Macht Boom größere Bomben? Ja. Nice. Ich habe jetzt 99 riesige Bomben. Warte, ich probier's. Ich probier's aus. Nein, macht's nicht. Na, welches Boom meinst du, was heißt? Der Mr. Boom. Du meinst Mr. Mega. Ja, genau. Mr. Mega macht größere Bomben. Nein, dann was ist das andere? Nein, Mr. Boom, drops a large bomb. Nein, Mr. Boom ist auch ein Letters-Nice. Ich habe gerade irgendwas gekriegt, was mir einfach nur Sachen gegeben hat. Also was mir einfach nur 10 Bomben gegeben hat. Das dürfte Boom sein. Sag dich doch! Boom! Du sagst Mr. Boom. Ja, sorry, dass ich lebe. Boah, gib mir der Hookworm auf die Eier! Also hast du 2 Bomben-Items jetzt bekommen. Also 10-mal Bomben und 99-mal Bomben. Ja. Das ist richtig dumm. Ich hatte aber nicht mehr volle Bomben, also habe ich sozusagen wieder volle Bomben gekriegt. Boah, Mr. Der Scheiß, ne? Das geht mir richtig auf die Eier. Was meinst du? Der Hookworm. Der ist richtig schlimm. Guck, 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 guck. Ah nein, nicht die Ficker. Scheiße. Ich will doch nur ein anderes Trinket finden. Mir egal welches. Von mir ist auch die Zecke. Aber alles ist besser als der Scheiß hier. Right Trigger musst du drücken, also RT. Wie lange? Vielleicht mal 5 Sekunden. Okay. Moment. Kill hier gerade alle. Nein, funktioniert nicht. Doch. Right Trigger ist die große Taste. Ja? Ah, jetzt. Oh, voll lange, Alter. Länger als 5 Sekunden. Der Hangman bringt mir auch einfach mal genau gar nichts. Okay, ich habe inzwischen echt den Überblick verloren, wie viele Herzen ich habe. Mal gucken. Wie ich das nachher schneide. Du bist immer noch in der Ebene? Ja. Hookworm. Nein! Ah, jetzt habe ich die wieder aufgehoben. Ich gehe jetzt noch in den Arcade. Was ja zum Glück nur 700 Jahre dauert, bis ich da bin. Ich fliege und ich fliege und ich fliege davon. Ja, ein Bagger. Genau das, was ich gehofft habe. Ich liebe Bagger. Ja, 2 Schlüssel schon gedroppt, danke. Du warst jetzt schon die Investition wert. Und nochmal ein HP ab. Nice. Ich werde ihr Herzen auch in einer nicht gelisteten Reihenfolge hinschreiben. Die Gimpy-Maske
Ich weiß gar nicht, was es bringt. Ach ja, Job, wenn ich getroffen werde, eventuell ein schwarzes und ein Seelenherz, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Alter, wie viel ich inzwischen weiß. Richtig schlimm. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu irgendeinem Gegner, weil wir erst in Caves 2 sind. Sind wir echt erst in... Ich hatte im alten Archeag auch fast alle Gegner ausreden. Ich hasse es. Was? Ich hab schon wieder den Hookworm versehentlich aufgehoben. Dein Ernst? Wie? Ja. Weil er genau im Gang liegt und ich da jedes Mal reinfliege. Chubb als Gegner ist natürlich richtig scheiße. Und ich habe leichte FPS-Drops, weil ich nebenbei render. Warum machst du denn das? Weil ich fertig werden will, Mann. Mit was? Mit Part 95. Den habe ich noch nicht fertig. Der ist noch nicht gerendert. Halbes Herz verloren? Ich bin ja gerade Part 100. Part 95 kam Samstag, ne? Ah, die Blue Cap, nice. HP up, Tears up, Shot Speed up. Also nochmal ein HP up. Okay, scheiß drauf. Ich will jetzt einfach nur gewinnen, ey. Ich will die Challenge fertig haben. Ich hab Hunger, ey. Fuck. Heute ist auch Sonntag. Heute kriegt man ja nirgendwo mehr was. Und ist so voll spät schon. Also, für Essen holen und sowas. Ist jetzt halt schon voll spät. Ist jetzt doof. Wollen wir zu Burger King fahren? Zu Burger King? Schatz, wollen wir zu Burger King? Bis endlos? Atemlos durch die Nacht? Okay, Freddy, wir fahren nochmal zu Burger King. Holst du uns ab? Wir fahren nicht zu Burger King, ich hab schon gegessen. Assi. Okay, wir fahren doch nicht zu Burger King. Weil Freddy ein Assi ist. Nee, dann muss ich mein Benzingeld zahlen. Lass mal morgen Abend zu Burger King fahren oder so und uns dann abschießen. Lass mal lassen. Okay. Are you Wizard Effekt? Och nö, ich hasse Are you Wizard. Dann holst du mich mal gerade, weil zu Burger King, dann schieß ich mich ab. Wie wäre, nein? Tö. Mach doch nicht sowas. Ich hatte mir so gedacht, ich fahre einfach in meinem Urlaub gar nicht. Außer der Weihnachten. Party. Ja, da hatte ich ja noch keinen Urlaub. Das war ja ein... Oh, die Zeituhr, richtig nice, aber dann gebe ich mal Fliegen auf. Ne, das will ich nicht. Nee, man, Fliegen gebe ich nicht auf. Nee. Nee. Wohin willst du an Weihnachten fahren? Zu meinem Onkel, wo wir jedes Jahr feiern, und vorher zu meiner Oma. So. Wir feiern Weihnachten nicht zu Hause. Das danke, dass schade. Du mit deinem... Ah, Bob's Rotten Head, verpiss dich doch! Danke, dass ich was? Danke, dass du in meinem Let's Play mit der Ravioli-Schüssel klapperst. Das ist meine Gabel in der Ravioli-Schüssel. Ja, sag ich ja. Fick dich, ja, ich hab auf Ravioli, Alter. Ich hab grad gesagt, Raviolien. Also eine halbe Dose habe ich noch. Ja, eine halbe Dose, davon werde ich ja nicht mal ansatzweise so sagen. Klar. Am Arsch nicht, Alter. Ich fress so eine ganze Soße alleine auf. Das ist ja das Schlimme. Ich bin einfach nicht fett und trotzdem verfressen. Ich bin eigentlich du in dünn. Ich bin echt verfressen. Okay, ich bin also richtig schnell satt. Du bist echt richtig schnell satt. Du bist echt richtig schnell satt. Ich fress mich einfach voll. Und dann fress ich noch mehr. Und dann fress ich noch mehr. Und dann fresse ich noch mehr. Und dann überlege ich noch mehr zu fressen. Joe Burger King. Ich fahre nach Hause. Also wir haben gerade gegessen. Dann hole ich mir so zwei Burger. Und die zwei Burger ist die erst am nächsten Tag. Yep. Die waren am nächsten Tag immer noch genauso lecker. War nur ein bisschen kalt. Es ist echt ganz seltsam, Alter, wenn man Burger King essen isst. Das schmeckt am nächsten Tag, schmeckt das ganz genauso. Außer, dass es kalt ist. Aber ansonsten wirklich 100% genauso. Ich hab nichts gegen kaltes Essen, ich find's manchmal angenehmer. Ja, das ist richtig zum Kotzen, Alter. Wenn ich merke, dass du wirklich kalt wirst, schmeiß ich immer gleich weg, ey. Ein Arsch ist das. Ne, juckt mich überhaupt nicht. Ich bin richtig sauer. Wir hatten heute mit der Lauchsuppe und... die wurde kalt. Und ich hatte keine Lust, sie in die Mikrowelle zu stellen. Also gab's heute Abend kalte Lauchsuppe. The Fool, danke. Ah ja, wirklich, danke. Nice.
Ja, super, Face Up, die Batterie brauche ich nicht. Die Büroklammer brauche ich nicht. Ja, wobei doch, die nehme ich mit. Der Paperclip. Weil wegen kostenlos Truhen öffnen eventuell. Noch eine Karte, Tour of Hearts, habe ich schon, danke. Der Pferdehuf ist natürlich noch nice, habe ich da schneller bin. Der Matchstick macht nur, dass ich mehr Bomben finde, ne? Man hört dich überhaupt nicht mehr übrigens. Ah, das ist doof. Soll ich jetzt machen, deiner Meinung nach? Muss ein bisschen mehr reden. Ja, dann rede ich jetzt ein bisschen mehr. Mehr? Oder ich stelle meinen Pegel einfach höher. Nein, der ist doch gut. Ich kann meinen Pegel gar nicht umstellen, danke. Danke, Logitech. Obwohl, okay, das ist mein... Geht's jetzt eigentlich wieder? Was? Ich hab volle Herzen? Ja, geht's jetzt wieder dann eher nicht? Ja, es ist okay. Aber wieso habe ich volle Herzen? Hätte ich nicht gedacht. Abgehen. Das hätte ich nicht gedacht. Ah, ich kann hier mein Mikrofon runterstellen. Bin ich jetzt lauter? Ja, viel lauter. Jetzt eigentlich. Bin ich wieder runter, ne? Ja. Sag mal, wo es angenehm wird. Ein bisschen mehr jetzt, noch? Jetzt. Bei 82. Wo konntest du das jetzt? Unter meiner Logitech-Treiber. Ich habe da so Logitech-Headset. Maus und Tastatur in einem Treiber. Ja, okay. Gaming Software. Mein Spiel laggt übrigens ein bisschen. Ich hatte zwar gerade 61 FPS, auch wenn ich nicht weiß wieso. Ja, ich habe zwischendurch 61 FPS, nice. Nee. Ist nicht nice. Was für ein Arsch ist das? Ich muss mir gleich mal meinen Schaden angucken, weil ich keine Ahnung habe, wie hoch der ist. Aber mich wundert gerade echt, dass mein Leben voll ist. Oh, mein Schaden ist auch schon 4. 4? 4. Ach, es gibt 7. Okay. Noch nie im Leben was geachtet? Es gibt 7 Striche nebeneinander. Das fällt dir jetzt auf? Ja. Oh, man also ich wusste, dass es 7 ist, aber ich wusste, dass es mehr als 4 ist. Ich dachte, es wären 6. Deshalb bin ich verwundert. Kann sein. Abgehen. Dann hatte ich im letzten Part sogar 5 Striche voll. Ich bin stolz auf dich. Ah, fuck, Alter. 1,5 Herzen verloren. Mir fällt gerade auf, dass Herzen das letzte verloren? Achievement von Borderlands 2 coole Story Bruder heißt. Cool Story, Bro. Okay, das heißt wahrscheinlich einfach durchspielen. Ja, das haben wir bekommen letztens, weil wir es durchgespielt haben. Ach, stimmt, wir haben es ja durch. Ich habe das schon wieder komplett vergessen, Alter. Borderlands 2 übrigens super cooles Spiel, das Ende auch richtig hart. Also das Ende ist richtig hart. Ja, ich finde das Ende jetzt nicht richtig hart, ich fand so eher so ein paar Szenen davor richtig hart. Also nicht ein paar Szenen, also ein paar Gebiete. Welche meinst du denn? Wo man so ein Mäuschen töten muss. Und wo dann was passiert danach? Nee, das fand ich nicht so schwer wie das Ende. Ja, das Ende fand ich gar nicht schlimm, das war einfach zum Kotzen. Das war einfach zum Kotzen. Das war einfach ein scheiß Kampf. Danach kam ein schwerer Kampf. Und dann hast du mir einen Kill geklaut. Ja. Das Book of Sin und das Ghost Baby, dann nehmen wir das Ghost Baby mit. Also nein, Brother Bobby, Entschuldigung, Brother Bobby. Ja, ja, dann gehen wir nächste Etage. Kriegst du irgendwie in jedem Raum Devil Deal? Nein, ich hab gerade den zweiten, glaube ich. Ich hab doch nur aus dem Devil Deal bisher. Ja, stimmt, du hast ja neu, das ist ja ein anderer das Part Ghost Baby. Ja, ich hab bisher aus dem Devil Deal nur das Ghost Baby. Welche Challenge machst du eigentlich gerade? Die erste. Darkness Falls. Ja. Ach, deshalb wolltest du da die Herzen reinpacken, war das. Ach so. Ja, weswegen denn sonst, Mann? Keine Ahnung, für normale Darkness. Scheiße. Klar, für einen Raum. Nein, für eine Ebene. Aber ja, ich dachte gerade so, das können sich deine Zuschauer noch selber denken. Aber wenn du das so ganz machst, dann ist es ja. Du hast sowieso keine Ahnung, wie viel du hast. Voll. Nein, minus 1,5. Achso, du hast minus 1,5. Also du hast gar kein Leben, minus 1,5. Ja. Geil. Ne, das kann ich mir im Video denken, nachdem wie viel ich Herzen kriege. Dann werde ich da einfach zwei. Freddy, hast du Lust, mir Herzen zu scripten? Wieso sage ich scripten? Will ich ein Bild von einem Herz haben oder was? Ich hatte gerade einen Windows-Error, ich habe keine Ahnung warum. Wahrscheinlich DirectX. Hörst du mich eigentlich noch oder habe ich jetzt wieder schon mich viel zu runtergepegelt? Nee, ich höre dich noch.
Okay, weil ich hab Gott sei Dank gestorben. Ja, ich schätze auch mal DirectX. Ich soll das echt mal irgendwie. Ich hab das aber 6000 Mal schon installiert. Ernsthaft? Du hast einen Goliath viermal im Level aufsteigen lassen, bevor du ihn umgelegt hast. Okay, dann nochmal kurz Borderlands spielen, Achievement machen. Das müsste ich schon haben. Dann müsste ich es doch eigentlich auch haben. Nein, du warst ja nicht. Du hast ihn ja nicht gekillt. Weißt du, KS und so? Real Noob Champion Report. Mach ich das mit meinem Necromancer? Mech? Ob ich es mit der kleinen Fotze mache oder mit meinem Charakter? Was mit der kleinen Fotze? Wieso? Weil die geiler ist. Die ist für den Arsch. Wo bist du denn mit der? Weiß ich nicht. Ja, siehst du, dann beantwortet sich das auch schon. Oh, minus ein schwarzes Herz. Kannst du mir alle Herzen pixeln und alle Herzen nochmal als halbe Herzen? Pixeln. Ja, pixeln. Ja. Danke. Ich bin nicht so der Pixelkünstler. Mir doch egal. Herzen wirst du ja wohin kriegen. Mom's Toenail. Moment mal, aber ich weiß nicht, wenn ich erst meinen Charakter wieder auswähle, ob er seine neue Story anfängt. Also wenn ich jetzt runter, also auf den anderen schalte. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich spiele lieber mit meinem guten Charakter. Möchtest du auf einen anderen Spielverlauf-Modus wechseln? Oh nein, ich habe normal gedrückt. Ich bin jetzt kein wahrer Kammer. Was muss ich jetzt machen? Ich hab doch keine Ahnung, Mann. Gab's noch The Fridge Goliath? Ich weiß nicht mehr, was The Fridge ist, aber okay. Das Eisgebiet. Glaub nicht. Wo es mit Sicherheit Goliath war dieses Scheißgebiet von den Leuten da, wo wir. Ach, das Scheißgebiet Brick, von den Leuten da! Wo wir Brick kennengelernt haben. In Depth 2 ist Mom, ne? Ja! Mein Gott, kannst du das immer nicht merken? Nein! Tiefen 2 und Womp 2. Ich bin mir da nie sicher. Sheol, Darkroom oder Cathedral und Chest. Okay, soll das leben? Ich soll Yolai tun, das war. Wie hieß das nochmal? 1000 Cuts, ne? Ja. Ich liebe Knockback Tears. Ich liebe Borderlands. Die Gegner sind aber immer noch. Nein, die waren leicht, oder? Ja. Schon wieder dieses, dass ich die ganzen Sachen zertrampeln kann. Thunder Six. Das macht mich langsamer, oder? Ja, hast ja gesagt, Slowdown. Ich hab einen Goliath so gefunden. Gut, dann killen wir jetzt Mom. Zack, Mami. Hallo Mami, wir machen es langweilig. Wir stehen einfach nur in der Ecke rum. Wie steigen Goliaths das Level auf? Indem du sie relativ weit killst und dann werden sie doch größer. Dann verlieren sie ihren Kopf. Weißt du noch? Ja, aber irgendwie will er nicht. Oh, es ist verbuggt, er ist gerade von dem Boden gerutscht. Nice, also viele Bugs hatten wir bei Borderlands ja eigentlich nicht, ne? Naja, bis auf das allgemeine irgendwo festrennen, nicht. Okay, ich habe es nicht mal geschafft, dass er in den Boden gefallen ist. Mom ist tot. Wir kriegen nochmal einen Hub. Dass du irgendwas töten musst, damit er aufersteht? Ich glaub nicht. Weil er hat jetzt etwa 1 HP. Ich stehe die ganze Zeit neben ihm. Ich weiß nicht, ich hab den einfach immer nur in die Brust geschossen, dann sind sie so geraged und wurden böse. Naja. Kill einfach mal ein paar Leute drumherum. Und das war's mit diesem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen und haut rein. Tschüss. Ciao. Ach ja, Runes, eine Rune übrigens freigespielt. Tschüss.